Hallo, willkommen zurück bei Breaking Point mit dem Heisenberg, mit dem Sergeant Massaker und dem Thomas. Hallo. Hallo. Hi. Und so, ich habe ihn gefesselt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie, tschüss. Ich war irgendwie schon beweglicher unterwegs hier in diesem Spiel. Das wäre jetzt witzig, wenn der Typ jetzt mich hier draußen abknallt, ja. Und kommt hier rein und knallt dich einfach auch noch ab oder zerhackt dich. Ja, große Gegenwehr war euch ja nicht mehr zu erwarten. Das ist wohl wahr, weil irgendwie. Warte, was mache ich? Was? Geh weg! Nein, Scheiße, was gibt das denn? Ich hab. Scheiße! Was machst du denn? Hast du mich erstochen oder was? Mit dem dummen Küchenmesser? Ich hab das Falsche gemacht. Ach. Da kam was mit Gut Player. Fuck. Oder mit Gut Hass. Oh, fuck. Ja, du, ja, anders. Löbel. Das macht man sich einfach mal Spaß. Jetzt hat er dich zerschnippelt, ja. Ja, ja, ich hab das falsch, ich hab nur was mit Hostage. Ich denk noch, wieso schreit er denn so? Und das nächste, was ich sehe, ist so eine riesen Blutlache. Ah, ist doch scheiße, warum kann man das nicht abbrechen? Tja, Armer. Da gibt's nicht abzubrechen. Oh Gott, und jetzt bauen ich wieder. Das hat doch der Varalor auch schon mal mit dir gemacht. Ja, oder? Ja, das stellt sich hier die Frage, wer das noch nicht mit mir gemacht hat. Nee. Stimmt, Thomas ist unschuldig. Scheiße. So, jetzt ist die Frage, wo musst du spawnen? Ja, jetzt bist du, als Strafe bist du jetzt wenigstens völlig alleine da hinten. Ach, scheiße. Warum mache ich immer so Müll? West oder Ost? Wo liegt ein Emerald? Wo liegt ein Emerald? Ich weiß es doch nicht, das müsste schon im Westen sein wahrscheinlich. Ja, ich frag die anderen gerade. Ach so. Keine Ahnung, ich habe keine Karte, aber ich habe Westspawn gemacht und wir sind bald in der Nähe von New Haven. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts. Ich habe keine Karte. Ich auch nicht. Die sind aber auch schlecht. Ich lauf jetzt einfach mal. Schlecht angeschrieben, die Karten hier. Man könnte auch noch hinschreiben, wo dieses Esmeralda liegt. Dann wüsste man es wenigstens. So, ich mach mal West. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Hier ist ja dunkel. Hätte ich wenigstens einen Kompass, aber nein. Aber siehst schon, warum habe ich wohl eine der letzten Folgen benannt, wenn man euch hat, braucht man keine Feinde mehr. Das ist, wenn mal der Varalor nicht irgendwie köpft, dann. Ups. Ja gut, bei dem Spielstand ist es jetzt nicht so tragisch. Wäre es auf alt ist, dann wäre es ein bisschen bitterer, aber so. Ja, eh. Nee, aber ich meine, jetzt läuft man halt wieder alleine in der Gegend rum. Ja gut, mir geht es jetzt nicht anders. Nee. Ich bin auch damit gestraft. Auch wahr. So, Akku, wenn du schwarze Straße gefunden hast, musst du so laufen, dass du mehr rechts von dir hast. Jo. Ich muss mal gucken, so, wo bin scheiße. Ich denn hier? Eine schmale Straße oder die Hin- und Gegenverkehr Straße? Hin- und Gegenverkehr. Also die gute Straße. Dann bin ich jetzt gar nicht weitergelaufen, hätte ich mal weiterlaufen sollen. Also wer programmiert so ein Spiel und gibt dann den Leuten keine Karte? Das ist ja der reine Sadismus. Ja, die hätten das auch damals lassen können mit dem Ziel markieren und so. Ja. Ich meine, das macht es doch nur umständlich. Ja. Eben. Dafür brauchst du die GPS, dann kannst du Ziele markieren auf der Karte. Ja, aber das findest du alle 1000 Jahre. Das GPS. Eben, früher brauchtest du gar nichts, da konntest du einfach markieren und dann hast du gewusst, wo der andere steht. Und dann bist du halt einfach ja, in die Richtung gerannt. Der ist automatisch drin. Mhm. Genau, stimmt. Also seit Arma 2 brauchst du schon immer GPS und irgendwie Markierung auf der Karte zu machen. Mhm. Wie das bei Arma 1 ist, da wüsste ich das jetzt nicht so. Ich habe einen gesehen. Nee, bei Arma 1 brauchst du es nicht, aber eben hier war es so, dass du vor Anfang an ein GPS hattest und deswegen konntest du eben markieren und jetzt hast du das GPS nicht mehr dabei, deswegen kannst du eben nicht markieren und deswegen findet man sich kaum mehr. Weil sonst bist du einfach in die Richtung gelaufen halt. Dann ist man irgendwann zusammengeknallt. Jetzt fängt es noch an zu ruckeln. Okay, ein Hubschrauber kommt jetzt auf uns zu. Oh Gott, dann bin ich ganz, ganz woanders, weil hier ist weit und breit kein Hubschrauber zu hören. Wenn man hier... Das sieht auch gerade aus, als wenn der landet. Echt? Schick den mal zu mir. Oder? Nee, doch, nee, der macht da irgendwie rumlenken am Himmel. Was macht er? Der leckt rum. Ah, lecken, ach so. ja, nicht lecken. Ja, eben. Lecken. Ich dachte, was siehst du für Hubschrauber? Was die für Hobbys haben da?
Irgendwie vor allem komisch ist hier, hier ist es 10-mal dunkler wie vorher. Da bei dem Fußballplatz. Wie kommt das denn? Ist das so weit weg, dass hier schon die Erdkrümmung? Nein! Oh. ich hab auf jemanden geschossen und war zu blöd, ihn zu killen. Mm. Und er hat mich dann noch entdeckt im Busch. Ja, und das hat er dir übel genommen, dass du auf ihn geschossen hast. Ja, ich verstehe gar nicht, warum. Ja, das ist so nachtragend, sind die Leute dann eben doch. Aber es hat immer so dämlich geruckelt, als ich den anzielen wollte. Mhm. Wie soll man da vernünftig snippern? Snippern, da ist nichts mehr. Ja, bei mir ruckelt es eben auch gerade. Also wenn ich jetzt snippern müsste. Na, der hatte halt irgendeine Rifle. Deswegen war der ein bisschen Vorteil. Hm. Hey, Thomas. Also Westenspawn jetzt, ne? Ja, also ich bin im Westen. Ah, oh, da ist genau eine Hütte. Hier bin ich eben gestorben. Du auch, ja, ich bin hier vorhin auch mal gestorben. Ich habe eine Blockhütte gefunden. Da oben. Glückwunsch. Ich bin hier direkt nebendran gestorben. Zoro West. Auf was Neues. Ich habe einen Kompass und eine Knarre ohne Munition. Na super. Also mehr rechts. Das ist irgendwie die Tanz der Teufelhütte, die habe ich doch schon mal gesehen. Der Tisch ist gedeckt. Schön. Dafür kriegst du die Tür nicht auf. Was ist das denn? Hallo, Tür? Geht nicht. Hier gibt es Räume, wo man, Häuser, wo man die Tür nicht öffnen kann. Seit wann das denn? Ja, die sind vernagelt. Ja, echt. Wenn das einzig Vernagelte wäre hier. dem Spiel. Also Block. Komm mal erstmal raus aus der Hütte, Thomas, da, und es ist blöd mit den Zombies. Blockhütte sagt jetzt keinem was direkt, so von wegen, ich soll hier warten oder ich soll weiterrennen. Rennen. Nö. Ist eigentlich ganz idyllisch, das Teil. So, bist du hin? Ich bin hier draußen. Da sind gerade Tracer-Schüsse geflogen. Jo. Wo ist der Stadt raus? Wo ist hier eine Stadt? Frag ich mich auch. Da drüben, wo der Kran ist. Und da kommen wo die Schüsse her. Tja, wo ist die Straße? Wo ist denn der Kran? Na, bei New Haven da. Hm. Die Hauptstadt. Ich finde die blöde Straße nicht mal mehr. Ich auch nicht. Ja, das ist doch. Man, der soll mal landen hier mit seinem Hubschrauber, ey, den klauen wir ihm. Ne? Da meint man, man sei irgendwie mit einem guten Kumpel unterwegs und zeigt mir noch, wo der Fußballplatz ist. Als Dank wird man gefesselt und abgeschlachtet. Zerstückelt, also bitte. Ja. Hast du das wenigstens gesehen, dass ich in Stücke zerfallen bin, oder war das... Nee, du bist einfach bei mir umgefallen. Mhm. Wie ein nasser Sack. Ja. Genau. Kein Wunder nach der Bearbeitung. Aber hast du gesagt, was wurschtelt denn der da jetzt rum? Ja, ich... Dann ist mir eingefallen, da gibt es so eine Möglichkeit, die Leichen oder die Gefangenen zu zerstückeln. Ich wollte gerade sagen, was wurstle ich wohl rum, wenn ich gefesselt bin und mich nicht bewegen kann? Weil der Feste bestimmt Minuspunkte kriegt, weil der Akku bei dir in der Gruppe war. Boah, ach was, glaube ich. Das können wir gucken, wenn du blutig bist. Oh. Ich bin Hunter und habe schon 200 Punkte, also ich bin bestimmt noch nicht blutig. Ich habe irgendwie so einen Turm gefunden. Ein Turm? Ein Holzturm. Und ich sehe hier nur Wald. Da gehe ich jetzt mal rauf. Nachher glitsch ich wahrscheinlich eh durch und dann... Aber der Turm steht ja auch nicht einfach da, weil er lustig ist. Doch. Meinst du? Ich glaub schon. Oh, ich höre Schüsse. Ihr nicht? Nee. Ich hatte gerade auch Schüsse gehört, ja. So zwei einzelne? Ja. Oh, dann bin ich vielleicht bei euch in der Nähe irgendwo. Mit ein bisschen Glück. Ja, wir sind jetzt hier in dieser euren Stadt und über uns fliegt der Hubschrauber gerade. Okay, ein Heli höre ich nee, nicht. Nee, eben. Und ich wüsste auch nicht, wo hier eine olle Stadt ist. Ich bin jetzt auf dem Turm. Und was sehe ich? Bäume.
Geht's ja nicht mehr weiter? Nee, was ist das denn? Da ist ja die Leiter kaputt. So ein... Meinen Glückwunsch, Bäume gesichtet. So ein Quark. Zeigt Thomas verloren. Achievement get. Genau, wie Bäume. You get an achievement. Some trees. Und eine Leiter, die kaputt ist. Da kann man nicht mal ganz rauf auf den Turm, weil die Leiter immer einmal ist. Stopp, Thomas, ich sehe dich. Ich bin ich. Ah! Oh, scheiße. Ist da einer runtergefallen? Ah! Das kam mir bekannt vor, das Geräusch. Oh nein, du läufst jetzt wieder ganz langsam, oder? Ja, und ich sehe nur noch Blut. Ne, laufen tut er noch schnell. Interessant. Ah, okay. Aber ich... Ist keine Bandage mit? Aber ich blute wie die Hölle. Da brauchst du eine Bandage. Hab ich denn Bandage? Ja, normalerweise hat man die immer dabei. Doch, hab ich. Ja. Bandage und damit Haar hin. Aber ich bin etwa 30 Meter runtergefallen. Das kann doch kein Mensch überleben eigentlich. Oh, jetzt hat's wieder geknackst. Das ist armer. Als ich runtergefallen bin, hat es gekracht und jetzt hat es wieder gekracht, aber jetzt ist Blut weg. Eine Bandage und man ist wieder heile, das ist armer. Aber warum wusste ich, als ich hier raufgeklettert bin, dass ich hier nicht wieder lebend runterkomme? Irgendwie... Aber ich glaube... Oh, shit, hier geht's ja auch ganz übel runter. Ich laufe hier die ganze Zeit auf so einem Hügel rum und ich finde endlich eine Straße, schön. Was toll, da oben klettert gerade einer von der Feuerwehr runter. Ja. Und hier links ist einer. Sag mal, Leute, habt ihr im Westen gespawnt? Alle? Ja. Ja. Thomas, du hast die Schrotflinte, wo bist du denn? Ich bin hier. Toll, wo ist denn jetzt das Meer? Ich finde kein Meer, keine Straße, dafür Türme, die einem die Füße brechen. Und irgendwie wackelt das doch noch. Ich glaube, ich bin doch schwerer verletzt, als ich dachte. Ja, wenn es wackelt, brauchst du Schmerzmittel. Aha. Mal gucken, ob ich das auch irgendwo habe. Nee. Woher auch? Keine Benzin. Oh, doch, da. Sehr schön. Gut. Doch, im Rucksack hatte ich welche. Das ist noch interessant, mit was man alles ausgestattet wird hier, wenn man frisch anfängt. Immerhin etwas, ne? Ja, 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 die rechnen damit, dass man hier in der Wildnis verloren geht und... Aber zu essen hat man nichts, ne. Aber ist auch egal, hat ja keinen Hunger. Da knurrt nichts, da säuft nichts. Bist du gerade in so ein Haus an Mundikisten dran, Thomas? Nein. Oh, ich bin am Sportplatz. Echt? Natürlich laufe ich in die falsche Richtung. Muss wieder umdrehen. Scheiße, wie bin ich denn zum Sportplatz gekommen das letzte Mal? Ja, da sind wir irgendwo gespawnt, haben nicht gewusst, ob wir in Ost oder West gespawnt sind. Mhm. Wahrscheinlich sind wir in Ost gespawnt. Na gut, ich laufe jetzt wahrscheinlich. Oh, Schuss. Ich höre auch. Ja, bei uns auch gerade ein Schuss. Dann sind wir ja vielleicht doch irgendwie. Wahrscheinlich alle nur 50 Meter voneinander entfernt, bloß laufen wir immer genau. So parallel irgendwie so. Und immer wieder aneinander vorbei. Also ich laufe jetzt auf jeden Fall auf der Straße. Das würde ich glatt nachmachen, wenn ich die blöde Straße finden würde. Schuss. Schon wieder? Aber weiter weg dieses Mal. Wahrscheinlich in der Stadt wohl... Oh. Ja, ich sollte... Gut, dass ich da jetzt nicht hin bin. Was hast du denn... Nummer 3 funktioniert nicht mehr. Bei mir auch gerade. Ach. Ah. Ja. Sich festgefahren. Ui, da verlieren alle die Verbindung. Oh, und bei mir nicht. Nö. Normalerweise erwischt uns immer als Erstes. Ich und Koala sind noch da. Die wissen, dass wir aufnehmen. Ja, genau. Ihr Hacker. Rücksicht genommen drauf. Danke, Armer. Das ist doch nett. Ach, das ist doch mein liebes kleines Armer. Keine Fahrzeuge, keine Hubschrauber, aber wenigstens fliegt man als Einziger nicht raus. Und ich hab grad eine AK gefunden gehabt, Junge. Tja. Und ich sehe da jetzt jemanden rumstehen, oder ist das ein Busch? So viel zum Thema Armer. Nee, ist ein Busch. Nee, ist eine Mauer. Oh mein Gott. Ja, wird langsam dunkel hier, sieht man nicht mehr. Ah, und der mit den Hubschrauber, ich hoffe, der hat doch die Verbindung verloren. Der kurz setzt den richtig ab, Junge. Aber ja. Ja, der stürzt jetzt ab und dann ist der Heli kaputt. Ja. Mein Glückwunsch. Das stürzt jetzt direkt bei euch ab und dann seid da tot. Dann macht's Kabum. Also, das würde ich echt feiern. Ja, dann wäre ich wenigstens mal in der Nähe von dem Heli.
Auch wenn ich drunter liege, egal. Wir waren ja mal ganz dicht dran, aber wir sind nicht rangekommen. Erschlagen. Aber sag mal, das gibt's doch nicht. Warum finde ich jetzt die blöde Straße nicht mehr? Ich habe auch eine ganz schöne Weile gebraucht. Na, letztes Mal bin ich irgendwie losgelaufen und dann war sie da. Hm. Einfach dem Teergeruch nach. Hm. Gibt's auch einen Riechsimulator irgendwie? So? Genau, das wär's noch so als fünfte Dimension so. Nach Oculus Rift noch irgendwie so eine alte Socke unter die Nase hängen. Du, das wird's alles noch geben. Ja, das wäre cool. Da, ich bin Fan von so Sachen. Finde ich geil. So in den Freizeitparks, so diese, wie heißen die Teile? 5D-Simulatoren oder irgend sowas? 4D. Oh, da ist ja die Straße. 4D. Ich habe die Straße gefunden. Oder 4D. Das war voll geil. Also ich werde mir nicht die Oculus Rift holen. Ich hole mir dann die Totem oder wie es... Nee, doch, die Totem hole ich mir dann. Was ist das denn? Weil die soll... ist auch wie Oculus Rift, nur soll die besser sein. Und ja, das soll es anscheinend auch noch so irgendwie was geben, dass man dann irgendwie bei sich zu Hause irgendwie so Objekte setzen kann und dann kann man da irgendwie drüber springen oder keine Ahnung, dann sieht man die so in seinem Raum. Noch nie gehört von dem Teil, echt? Ich dachte, Oculus also, Rift sei bis jetzt konkurrenzlos auf dem PC. Also dieses Problem. Nee, da gibt es schon einige. Ah. Für PS4 gibt es soweit jetzt. Ja, ja, Project Morpheus eh, aber das ist ja nicht kompatibel mit PC, dann ist ja auch uninteressant. Zumindest für mich. Vor allem die Totem, die ist dann für alle Konsolen kompatibel. Aha. Also für PS4, PS3 und PC als. Oh, das ist also zum Kotzen. Eine Lok tot, Alter. Ich hab die Straße gefunden. Naja, mich nervt jetzt heute nichts mehr. Ich mach Feierabend für heute. Ja, wir haben die Folge eh durch. Hier wird's dunkel. Und wenn wir jetzt hier aufhören, dann spawnen wir wenigstens wieder an der Straße in dem Fall. Müsste man meinen, wenn wir hier dann mal wieder weitermachen. Ich kann nicht mehr weit weg sein von Koala, ich spüre es. Ich spüre schon die Schneide seines Messers wieder am Hals. Ich hatte nicht mal ein Messer. Ja, was war's denn? Hast du mit dem Fingernägel zerkratzt oder? Keine Ahnung, mit dem Pistolen, keinen Lauf, keine Ahnung, irgendwie die Fresse abgeschabt. Auf alle Fälle war es tödlich. Naja. Oh ja. Haben wir das auch mal erlebt. Gut, dann war's das. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder dann mit dem Varalor, wenn er seinen Armer wieder zu laufen kriegt. Und sonst schenken wir ihm zu Weihnachten neues Armer. Machen wir doch klar. Gut, danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.